Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil The Umbrella Chronicles. Im letzten Part haben wir Schwelle des Todes mit Ada Wong abgeschlossen und nun machen wir weiter. Wir haben im letzten Part erfahren, wie Ada aus Raccoon City entkommen konnte und sie ist entkommen, sie ist am Leben, aber weiß man natürlich eigentlich auch schon, erst recht wenn man Teil 4 und Teil 6 kennt, ne? Teil 6 klammern wir mal kurz aus. Leute, jetzt sind wir bei vierter Überlebender. Und, ja, da spielen wir sehr wahrscheinlich den guten Hank. Ja, wow, bin ich gut. Wir spielen auf jeden Fall Hank, ein Überlebender. Den kennt man auf jeden Fall, wenn man das Resident Evil Universum auf jeden Fall schon kennt. Und auch die älteren Teile. Dann kennt man ihn zumindest. Man weiß nicht viel über ihn, man weiß nur, er hat sehr viele Missionen schon hinter sich und kommt immer irgendwie mit dem Leben davon. Deshalb nennt man ihn auch im Remake, glaube ich, auch immer der Tod. Oder? Ne, warte mal. Nicht, dass ich Ihnen eine Scheiße erzähle. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, Hank ist ein Überlebender, der ist eigentlich derjenige, der den Tod immer entkommt. Und ja, begleiten wir ihn durch Raccoon City. Alpha Team here. Respond. This is Nighthawk. I have secured G. I'm all that is left of Alpha Team. I'm en route to the rendezvous point. Once again, only you survived, Mr. Death. Roger that. Don't be late. Ah, alles klar. Wir spielen. Wer direkt schon mit begrüßt. Okay, jetzt kann ich nochmal korrigieren. Er wird nicht der Tod genannt, sondern der Sensenmann. Obwohl, es kommt ja irgendwo auf das Gleiche hinaus. Der Tod ist ja irgendwo der Sensenmann, ne? What happened to Birkin? He was injured in a firefight. He injected himself with the G-Virus and came back to life. Ah, scheiße! I see. That's unfortunate. How are the other G-Samples? The containment should be in the fight. The virus has likely contaminated the area. We will have to continue. Understood. I'll put in the request. What the hell are those things? Oh mein Gott. Ja, die Stadt ist ist so oder so den Untergang geweiht und ich habe voll. Ach du Scheiße. Ich habe vorhin den Erste-Hilfe-Spray übersehen. Scheiße. Heilige Scheiße. Ist ja eigentlich sowas wie beim Resident Evil 2 Remake. Ich glaube, im Original gab es auch sowas ähnliches. Mit Hank. Oh, ja, Mann, richtig geil. Ja, einfach mal Genickbruch. Richtiger Genickbruch. Ganz böse Zombies. Bam. So, weg mit dir. Geh mal weg. Sag mal. Scheiße. Ich bin gleich tot. Oh, scheiße, ey. Oh, nein. Riesenspinnen. Haben wir irgendwo grünes Kraut? Boah, ich habe auch voll das erste Hilfe-Spray übersehen, ne?
Richtig kacke. Oh nein, ich brauche grünes Kraut, wer weiß, ich schaffe es ja, aber es sieht nicht gut aus, sag ich mal so. Und generell, so eine Mission mit Hank, das kennt man ja auch aus den Resident Evil 2 Remake. Wer sich noch an dieses Let's Play erinnert, da habe ich ja echt gefühlt Ewigkeiten gebraucht. Ich habe da Blut und Schweiß vergossen. Alter. Oh nein, Zombiehunde! Noch mehr Zombiehunde. Ganz viele Zombiehunde. Ah, grünes Kraut, geil. Böser Hund, aus! So, das haben wir geschafft. Oh, oh, da war ein Umbrella Achievement. Oh nein, das habe ich auch übersehen. Och man, scheiße. Ah, guck, da ist ein Umbrella Achievement. Alter, wie konnte ich das übersehen? Oh Gott, ey. Egal, wir haben Checkpoint erreicht. Boah, Hank sieht schon cool aus, ne? Man weiß ja auch nicht, wie der unter der Maske aussieht, ne? Obwohl, doch, eigentlich weiß man das schon. Wenn ich ein Bild finde, blende ich das ein. Das sieht man aber, glaube ich, nur in Resident Evil 2 Original. Dann sieht man ein Bild zumindest wie Hank ohne Maske. Aber ansonsten sieht man den ja nie ohne Maske. Und man hat auch nach Raccoon City, glaube ich, auch gar nichts mehr von ihm gehört. Was wohl aus dem geworden ist? Fragen über Fragen. Das sind Fragen, die interessant sind. Nö! Hunter! Und Zombies, ganz viele Zombies. Gott, Gott, nein, 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 nein. Scheiße. Oh oh, das sieht übel aus. So. Wie gefällt euch das? Ein Zombie nach dem anderen. Heftig. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nee. Oh shit. Was? Wer singt hier Raccoon City? Raccoon City, Raccoon City, Raccoon City. Kann ich auch. Ganz bitte Zombies, geht bloß weg. So. Haben wir es geschafft? Oh shit! Sie sind überall. Oh, jetzt geht man auch noch einen Weg. Ich hab die doch alle gesprengt. Oh nein! Oh nein, da war ein grünes Kraut! Alter, der lacht sich einen ab. Ha, grünes Kraut. Haha. Ja, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Alter. Der wird schon voll verrückt. Ich will jetzt die Magnum nicht unbedingt dafür verschwenden, Alter. Mathilda, wenn nennt eigentlich seine Pistole Mathilda? Oh Gott.
I'm Death. Nein, ich bin tot. Shit. Okay, aber wir haben ja einen Checkpoint, also von daher sollten wir weiterkommen. Aber scheiße, wir haben Erste-Hilfe-Spray ziemlich am Anfang des Levels verpasst. Was natürlich kacke ist. Yeah. Bam. Da. Bitteschön. Was? Die haben das überlebt. Wie kacke sind die denn? Überleben die sowas erstmal? Ah, schade. Der sitzt wieder in Ruhe, Raccoon City. So, weg mit euch. Weg mit euch, Zombies. Mal schauen, ob wir diesmal besser sind. wäre natürlich wünschenswert, ne? Ach nein, bin ich doof. Das ist ein grünes Kraut. Ach Gott, ich bin doch ein Held. Na, sie kommen. Die Zombies kommen, die Zombie-Apokalypse. Und giftige Spinnen. Giftige Spinnen, die mich vergiften wollen. Garantiert nicht schön. Sag mal. Alter, der lacht sich einen ab hier. Weg mit euch. Es ist vorbei, es ist alles aus, das war's, Leute. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht so weit. Zumindest hoffe ich es nicht. Oh nein. Geh bloß weg! Ah, geh weg! Scheiß Hunter! Licht ausgeschossen! Den selben Mann überlistet niemand. Aber wirklich niemand? Huh, das war knapp. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Mein Gott, wie viel die aushalten. Das ist so schlimm. Wie viel die einfach aushalten, ey. Ja! Rahmen auch noch. Sag mal! Hör auf mich zu vergiften! This is war.
Bitte! Mission accomplished. The survival rate was 4%, and valuable human resources were lost. But that is war. The mission objective takes priority over everything else. Holding to that principle is why I have never failed a mission. The death cannot die. Der Sensenmann kann nicht sterben. Oh ja. Viva. Auf jeden Fall. Und da hat man Hank doch nochmal ohne Maske gesehen, aber nur so als Spiegelbild bei dieser G-Virus-Probe. Ansonsten natürlich leider nicht, was ich ein bisschen schade finde. Es könnte so ein Ethan Winters 2 sein. Obwohl, nein, bei Ethan, das ist ja noch schlimmer. Bei Ethan will man das Gesicht ja gar nicht zeigen. Obwohl man im Internet einfach schon sein Gesicht komplett sehen kann. Rang B. Wann steht da eigentlich Kapitel 1? Eigentlich, gibt es hier doch kein zweites Kapitel, oder? Oder irre ich mich? Ich weiß es echt nicht. Leute, aber damit haben wir Hanks Kapitel auch abgeschlossen. Nun sehen wir, haben wir auch gesehen, wie er hier aus Raccoon City entkommen konnte. Er musste sich auch erst durch Massenhorden von Biowaffen und Zombies durchschlagen. Und um aus dieser Zombie-Stadt endlich fliehen zu können. Ja, damit haben wir die Zerstörung von Raccoon City. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Und im nächsten Part würde ich sagen, machen wir Umbrellas Ende. Leute, das letzte Kapitel. Das letzte große Kapitel. Das große Finale dieses Games. Umbrellas Ende 1, Umbrellas Ende 2, Umbrellas Ende 3. Und dann haben wir noch zwei Kapitel mit Wesker. Dunkles Vermächtnis. Oh, das wird dunkel und böse. Mal schauen. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Let's Play Resident Evil The Umbrella Chronicles. Ich weiß, der Part fällt jetzt ein bisschen kürzer aus, aber wir wollen ja auch diese Kapitel in Ruhe starten und wie soll man sagen? Es soll ja ein Kontext sein und nicht alles so durcheinander gewürfelt. Ihr versteht schon, denke ich mal, wie ich das meine. Und Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!